Hallo meine lieben Löwen, hier ist Tanja und das ist euer Tarotkarten-Reading für Juli 2024. Unsere erste Karte ist der Bube der Kelche. Was bekommen wir noch für unsere lieben Löwen im Juli? Wir haben die 9 der Stäbe und die 5 der Kelche. Was noch für unsere lieben Löwen? Gibt es vielleicht eine große Arkane auch für unsere lieben Löwen? Wir haben den König der Kelche. Der Bube der Kelche kann für eure Kinder stehen, weil Buben können nun mal für Jugendliche, Teenager oder Kinder stehen. Und hier hat ein Kind einen Traum, aber dieser Mensch, der da träumt, der träumt von etwas, was ein bisschen unrealistisch ist. Das heißt, er hat seine Füße nicht auf dem Boden, der hat keine Bodenhaftung, der träumt so vor sich hin, der träumt davon, dass Schweine fliegen lernen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wie bringt man einem Menschen bei, dass es im Leben gewisse Grenzen gibt, die man halt einfach nicht überschreiten kann, ja? Also zum Beispiel, ich habe keine 22.000 Euro, mit denen ich mir eine Rolex-Uhr kaufen kann, ja? Insofern träumt dieser Mensch da vielleicht ein bisschen groß, ja? Der baut Luftschlösser. Man muss aber nicht unbedingt jetzt, weil jemand Luftschlösser baut, den sofort wieder auf die Erde runterholen. Das muss gar nicht unsere Aufgabe sein. Es kann auch genauso gut sein, dass wenn wir diesen Menschen seine Erfahrungen machen lassen, dass der dann automatisch irgendwann dazulernt, dass wir das gar nicht sozusagen sagen müssen. Aber wir sind dann in dieser Zwangssituation, dass wir uns denken, ich würde diese Person gern vor einem unschönen oder unsanften Erwachen bewahren und deswegen möchte ich diese Person warnen, aber auf der anderen Seite möchte ich der Person auch nicht in ihr Leben hineingrätschen zu sehr, ja, weil der soll ja seine eigenen Erfahrungen machen. Also dieses zwiespältige Verhältnis hast du vielleicht zu einem deiner Kinder. Kann natürlich auch sein, dass das eine ganz andere Person ist, also sprich, dass das entweder du selber oder jemand in deinem Umfeld bist, das muss nicht unbedingt dein Kind sein, das ist nur einfach jemand, der sich Träume, Sachen erträumt, die vielleicht nicht ganz realistisch sind, ja. Und dann haben wir hier noch die 9 der Stäbe, du hast schon einige Schlachten geschlagen, aber du stehst immer noch wacker, das heißt, auch wenn noch einige Schlachten zu schlagen sind, du bist noch fit, du stehst noch, du bist noch bei dir selbst, du kannst dich super verteidigen, dir kann sozusagen niemand was, weil du weißt auf alles eine Antwort, du kannst mit jeder Situation umgehen, ja, und selbst wenn du nicht mehr weiter weißt, dann fragst du einfach deine Engel, deine Guides oder je nachdem den Heiligen, an den du dich halt immer wendest und dann helfen die dir weiter. Das heißt, das ist eine Karte von starkem Empowerment. Ja? Man ist sehr, sehr kräftig, man ist sehr bei sich selber. Die 5 der Kelche besagt, dass einige von euch vielleicht etwas bereuen. Ihr habt vielleicht das Gefühl, dass etwas in der Vergangenheit hätte besser laufen können oder besser laufen sollen. Ihr sollt aber bitte nicht schauen, diese ganzen Kelche, die da sozusagen den Abhang hinuntergerollt sind, denen sollte man jetzt nicht ewig lang nachschauen, sondern man sollte sich eigentlich umdrehen und diesen Kelch da hinten sehen, der noch ganz voll ist mit schönen bunten Sachen. Das heißt, die Karte will dir sagen, du hast sehr wohl noch Ressourcen, auf die du zurückgreifen kannst. Es ist noch nicht aller Tage Abend, es ist noch nicht alles verloren, okay? Auch wenn es manchmal so ausschaut. Und dann haben wir hier den König der Kelche. König der Kelche, das könnte natürlich jemand sein, der entweder in einer Partnerschaft mit dir ist oder eine Partnerschaft mit dir anstrebt. Das könnte jemand sein, der ein Wasserzeichen ist, also entweder ein Krebs, ein Skorpion oder Fisch. Und diese Person ist meistens über 40 schon, weil der König, das ist einfach eine Energie, die schon etwas älter ist, eine reifere Person. Wenn das jemand ist, der gleich alt oder jünger ist als du, dann hat der einfach schon eine gewisse Reife für sein Alter, die unüblich ist. Ja? Und diese Person ist sehr, sehr mit den eigenen Emotionen verbunden. Der kann auch seine Emotionen sehr gut äußern. Also der wird nicht sozusagen alles in sich hineinfressen oder unter den Teppich kehren, sondern wenn etwas ist, dann wird er es dir auch sagen. Und das weißt du an dieser Person sehr zu schätzen, ja? Dass der halt wirklich ehrlich ist und direkt ist und dir das auch mitteilt, was eben gerade wichtig ist. Ja, ich werde schauen, ob da vielleicht noch eine Karte für unsere lieben Löwen rauskommt. Gibt es vielleicht noch irgendwas, was der Löwe im Juli wissen sollte? Die 6 der Münzen und die 2 der Stäbe, ja? Die 2.
Die 2 steht immer für eine Entscheidung. Und hier haben wir die Entscheidungsmöglichkeit zwischen der Komfortzone oder dem Abenteuer. Möchte ich zu Hause bleiben? Das repräsentiert dieser Stab, der da an der Wand lehnt. Möchte ich in meinem gemütlichen Zuhause sitzen bleiben, wo ich nichts weiter lerne? Oder möchte ich mich in die große, weite Welt wagen, ins Abenteuer? Das wird auch hier durch den Globus und durch diesen Reisebooster gezeigt, wo dann einfach Wachstumsmöglichkeiten sind. Ja, da kriege ich vielleicht Probleme, die ein oder anderen, weil Reisen ist immer mit gewissen Gefahren verbunden. Ja, jeder von uns, der schon einmal weiter gereist ist, vor allem diejenigen, die alleine gereist sind, wissen, was einem dafür verrückte Sachen passieren können auf Reisen. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt einfach expandierend für euren eigenen Horizont. Ja. Und dann haben wir noch die 6 der Münzen. Das heißt, hier ist ein ganz balanciertes Geben und Nehmen vorhanden. Das heißt, es ist das Geld in Balance. Das, was du ausgibst, kommt auch wieder herein. Die Energie, die du ausgibst, kommt auch wieder herein. Das muss nicht immer Geld sein. Das kann auch Tätigkeiten sein oder emotionale Energie. Und es steht auch dafür, dass man vielleicht einen Job bekommt, wo man sagt, ja, da werde ich richtig gut bezahlt, genau so, wie ich das Gefühl habe, da werde ich auch wertgeschätzt. Ja? Also das Geben und Nehmen ist einfach in Balance. Das passt diesen Monat. Das war's soweit. Lass mir ein Like unterm Video. Abonnier den Kanal. Das Abo ist natürlich vollkommen gratis. Und ich wünsche dir einen schönen Monat Juli. Baba!